Sel, es tut mir leid, was soll ich machen? So, was erlebst du noch? Ja, ich glaube, ich habe um die 7 bis 8 getötet hier. Ich weiß nicht, wie viele. Digga, ich hab. Ich bin so lost, ne? Zwei Teamkills. Nicht mehr Auto reparieren. Ich bin ja in keiner Verfolgungsjagd. Ich dachte, das ist nur bei Polizei so. Und außerdem war das eh nur so 2000 Rechnung. Ich glaube, deswegen heult jetzt keiner rum. Okay, habe ich einen guten Peak. Wenn die hierher kommen wollen. Medics. Ja, helft ihm. Zeng, bist du das in der Karre unten? Nein, Mann. Ich bin's nicht. Oh, da kommen die Sirenen her. Hm. Ist das Platz? Das frage ich mich. Ist das Platz? Safe. Oder ich weiß es nicht. Ich warte noch, bis einer aussteigt. Jo, was geht, Digga? Alles klar, oder? Ey, Bruder, ich bin hier in brennsicherer Ablage. Hoffentlich brennt dein Arsch, Digga. Ich hab 2 Wochen Durchfall. Hallo Marcel. Ey, yo, Zeige, wo steckst du? Wo bist du? Hol mich mal vom Krankenhaus auf, Digga. Jo, ich komme gleich zu dich. Jo, beeil dich. Okay, warte, hol mich ab, Zeige. Wieso, was du? Marcel, wo fährst du hin? Ah, da war ich scheiße, Digga. Hab ihn. Weil er zu nah dran war. Er hat mich gespottet. Wie Hass er hat. Weil ich so viel von denen getötet hat. Hätte ich den noch gefickt. Happy Birthday, danke dir, Knossi. Lila eine Hose auf jeden Fall. Ah, warum hatte ich so Kartoffel-Aim? Du musst mich irgendwie mit dem Heli von hier oben abholen. Ich kann keine Leiter runterklettern, während ich ihn an der Hand hab. Ja, mach, Dings.
Ich hab ihm extra nur auf Körper gegeben. Der könnte wieder hochgeholt werden. Jö, wahrscheinlich hat er mir extra nur auf Körper gegeben. Jo, Marcel, wo fährst du hin? Wir gehen kurz zum Baumarkt, Digga. Ich muss mal Kabel noch bekommen. So, wieso Kabelbinder? Ja, so ist das. Irgendwann holt dich einer. Der hat mich von. Ich hätte noch eine Schutzweste hätte nicht mehr gereicht. Aber ich war weak. Alles gut. Nee, wir brauchen kein Heli. Ich bin so runtergekommen. Ja, ja. Aber wir tragen ihn in die Blatzhut. Hut, Digga. Der hat absolut nicht gecheckt, dass ich von hinten kam, Junge. Ja, ich weiß, der Heli war mies gute Ablenkung. Ja, ja. Guck mal, Frank. Was ist das? Der hat schon nötig gehalten, auf uns zu schießen. Ah. Hm. Oha. Was ist noch mehr Licht da? Holt mal mehr Deck. Warte, hast du ein Dispatch gemacht? Ja, Medic kommt schon. Okay. Reinkam, ne? Ja, du musst Tür aufmachen. Warte, erzähl mir, was passiert ist. Ja, komm kurz. Frank war tot, ja, aber er weiß ja nicht, dass ich es bin, IC, und er weiß ja auch nicht, dass er ist ja in die Hood gekommen. Ist irgendjemand im Funk hier? Hallo, hallo? Und ein Dings. Da kann er nichts dafür, dass er in die Hood kommt und genau dann komme ich. Ja. Jo, was ist los? Wo bist du? Ich bin. Siehst du Isco sein GPS? Was sagst du? Siehst du Isco sein Arm. GPS? Digga, hätte ich den noch geholt, ne? Genau, ich hab den Ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne. Oh, stell dir die Blutung. Was hat der arme Beine oder was? Ja, ja. Wir beginnen mit der Reanimation. Easy. 1, 2. Erwarte die dann bei uns. Komm schon, Pinkie Pie, du schaffst das. Pinkie Pie. 6, 7. Alles Gute, hat kleiner als 3. 10, 11, 12, 13, 15. Oh, oh yeah. Oh. Guten Tag. Hallo? Jo. Haben Sie noch irgendwelche Beschwerden? Ich will mit Frank reden. Ich hab genug, Digga, weiß ich, was du meinst. Du willst mit Frank reden? Achso, ich hör das nicht, Digga. Das ist erstmal die Maske. Ja, setz erstmal die Maske ab, würde ich sagen. Jemand Notfunk? Ich will mit Frank reden. Hey, Bro, der hat genug. Das kannst du danach machen, nachdem du die Maske abgesetzt hast. Der hat genug. Nein, nicht so, Jungs, ich bin am ersten. Hast du jetzt gerade wirklich genug? Willst du mich verarschen? Nein. Er hat genug. Okay. Ja, der hat genug. Dann setz ich jetzt die Maske direkt ab oder ich knall dir in die Scheißfresse. Du hast dein Scheißhirn genau hinter dir aus der Wand raus. Warte, ich muss was essen und trinken, ja? Habt ihr was zu essen? Mach mal. Setz erst die Maske ab, danach kriegst du was zu essen. Ich brauch was zu essen, sonst sterbe ich. Setz die Maske ab. Ja, setz die Maske ab. Mach die Maske ab. Ich brauch was zu essen. Digga, hä? Verstehst du nicht, oder was? Gib ihm was zu essen, dann nimmt er die Scheiße ab. Sonst können wir nicht weitermachen. Wie ist dein Name? Ja. Wie ist mein Name? Hier bin ich. Hier kannst du mir nochmal Essen geben. Guck mal, Franke. So, und jetzt nimmst du die Maske ab. Erstmal ein Döner, warte, ja? Noch was zu trinken. Brauchst du was zu trinken, oder was? Oh! Wie kommt das jetzt? Was für eine Überraschung, wow! Ja, okay. Keiner wusste es. Egal. Warum greifst du uns an, Bro? Weil, soll ich dir sagen, warum? Warum? Guck mal, das Ding ist, ich war mit Duanga unterwegs. Ich wollte gar nicht gegen euch schießen.
Ja. Guck mal, das Ding, ich war mit Duanga unterwegs und er war mit wie heißt der? Mit Isco unterwegs. Und dann hat Duanga einfach so auf Frank geschossen und dann war Isco schon mittendrin und haben eure Leute schon gegen uns geschossen. Gegen Isco geschossen. Aber das kann man doch anders machen. Ja, aber das war schon mitten im Schuss-Dings. Deswegen wollte ich alle töten. Ich habe auch alle getötet erstmal. Damit nichts auf uns zurückfällt und dass kein Krieg ausbricht oder so. Ja, aber Digga, wenn du redest, man kann doch mit uns reden, Bro. Du musst doch nicht. Aber Isco lag da schon auf dem Boden. Ja, okay. Isco wollte auch nicht schießen. Ja, Bruder, ja, aber Bro, auf uns wurde geschossen. Wir haben nicht zuerst geschossen, vertrau mir. Doch, Frank hat erst geschossen. Ja, aber wir kamen auch erst, ich weiß nicht, wie lange Frank da schon lag. Also ist Frank im Krankenhaus aufgewacht? Weiß ich nicht. Den kann er nicht her, glaube ich. Ja. Aber am Ende ist es dann so gelaufen, guck mal, da lagen noch alle von euch erstmal. Und dann dachte ich, ich kann euch mitnehmen und dass alles vorbei ist, dass ich nicht mehr schießen muss. Dann bin ich zurückgekommen mit meinem Motorrad. Warte, ich komme nicht wieder, ich hab kurz Dings. Nee. Meine nächtliche Pause. Ja, ja. Ja, Bruder, wie gesagt, durch sind zwei meiner Brüder gefallen. Was soll ich dazu sagen? Zwei. Das geht doch noch klar. Ja, okay, also wenn ich jetzt sagen, ich würde deine Schwester ermorden, würdest du auch sagen, von mir liegen doch auch zwei Leute, Schwester? Obwohl er nicht schießen wollte. Wie bitte? Von mir liegen doch auch zwei Leute, obwohl die nicht schießen. Also Duanga schon, aber Isco wollte nicht schießen und ist auch draufgegangen. Ja, Bruder, das ist wie gesagt nicht unsere Schuld. Ist dein Ernst, Susa? Frohe Weihnachten, Weihnachtsbaum. Fucking Sleeper, man. Wer bist du? Hier bin ich. Wer heißt du? Chief. Wer? Chief. Chief. Ja. Ich wollte nicht gegen euch schießen, wie ich vorhin gesagt habe. Ja, du sagst die ganze Zeit, du willst nicht gegen euch schießen, aber am Ende hast du trotzdem geschossen. Ja, Bruder, damit ich meine anderen Kollegen rette. Deswegen rettest du deine Kollegen, die schon tot sind, wenn du auf uns schießt? Damit die nicht wissen, wer die waren, damit das alles unter den Tisch kehrt, aber... Wenn er hat ja jetzt nicht ganz funktioniert, ne? Ja. Also, ja, was stellst du jetzt vor? Ich bin so enttäuscht von dir. Wie willst du das jetzt klären? Jungs, was hättet ihr gemacht an meiner Stelle? Warte, ich mach das. An deiner Stelle hätte ich das Gespräch gesucht. An die Wand, Susa. Was? An die Wand. Wie an die Wand? An die Wand chillen. Im Rücken zu mir. Ich will erstmal wissen, was ihr an meiner Stelle. Nein, an die Wand. Ich will nur an wissen, was. An deiner Stelle hätte ich das Gespräch gesucht. Ich hab doch das Gespräch gesucht. An die Wand jetzt. Bruder, du hast Gespräch mit deiner Waffe gesucht. Du hast Gespräch mit Kugeln gesucht. Kugeln haben gesprochen. Mehr hat nicht gesprochen. Im Rücken zu mir, hab ich gesagt. Was los, wenn es beim Punkt ist? Ich seine Revolver ab, dann Karabiner. Notkoma aufgewacht. Ja. Er muss nicht ablegen. Revolver und Karabiner legst du jetzt ab. Das wird dann mehr oder weniger ein missdienlicher Ausgleich gegenüber dem Tod meiner Brüder sein. Und ich denke, damit ist es auch gegessen. Oh, Susa. Ja. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir, weißt du, ne? Was du gemacht hast. Ja, ich fahr zu dem Platz. Ich kann nichts dafür. Ich klär das, Digga, ja. Backtro, danke du kannst nichts dafür. Ich kann was dafür, aber man hätte es vielleicht anders lösen können. Aber ich entschuldige mich. Auch wenn, ich weiß nicht, wie viele Leute sind denn von euch gefallen. Nicht viele, oder? Von dem Platz sind zwei Leute gefallen, von uns sind ebenfalls zwei Leute gefallen. Red ich bitte um. Aber ich muss ja einiges auch noch erzählen. Marcel Heeres scheint auch gefallen zu sein. Ja, Bruder, der ist... Also war der ja mitbeteiligt. Nee, der ist wegen mir gefallen. Okay. Ich hab den erschossen. Oh, ja. Das lief ungünstig, würde ich sagen. Ja, Barty, Jason, macht mit dem, was ihr wollt. Sosa. Ich hab euch jetzt alles gegeben, Jungs. Ja, zwei Waffen. Backtro, danke dir. Ausgleich für zwei Brüder, beziehungsweise vier Brüder. Ein Bruder lag auch von mir wegen euch. Ja, der Bruder hat es nicht anders gewollt, mehr oder weniger. Wie gesagt, wir kamen da vorbei und wurde nicht geschossen. Ja, wir wollten auch nicht schießen. Er hat sogar Hände hoch gehabt. Oder wie gesagt, auf uns wurde zuerst geschossen. Nein, ich erzähl dir jetzt kein Bullshit. Auf Frank hat als erstes geschossen. Ja, Frank hat vielleicht als erstes geschossen. Oder das waren 5 Minuten, lag der doch bestimmt schon da, Digga. Wir hatten nicht mal mehr Schüsse gehört, als wir in der Nähe angekommen sind. Auf einmal wird dann auf unseren Kollegen geschossen im Auto. Oder wir wollten mit Frank einen scheiß Notarzt holen, auf uns wird geschossen auf einmal. Ja, aber mein Kollege lag daneben, ihr hättet ihn gefoltert. Was hättet ihr gemacht in meiner Situation? Na.
Wenn wir herausgefunden hätten, dass es jetzt Dings Isco war. War ja auch Isco. Ich habe herausgefunden, dass es Isco war. Ja, genau, es war ja auch Isco. Dann wären wir wahrscheinlich bei euch vorbeigekommen, hätten gefragt, was, warum Isco dann der Schießerei beteiligt war und dann. Ich habe mit Isco ein Gespräch geführt. Oh, sorry. Isco meinte, er hätte von K nichts eine Ahnung und hätte nicht und wüsste nicht, wer angefangen hätte und was weiß ich. Ja, Isco war auch unschuldig, habe ich doch gesagt. Ja, wer war denn dann der Auslöser? Wieso musste geschossen werden? Wer der Auslöser war? Ja. Und komme jetzt am besten nicht mit Frank, weil ich kenne Frank so genau, dass ich weiß, dass Frank nicht ohne Grund schießt. Ich schwöre es dir. Frank hat jetzt erst geschossen gegen Duanga. Bei meinem Duanga. Duanga, der ist. Ja, aber wir waren daneben. Und dann sind die anderen gekommen und haben auf Isco und mich geschossen. Und auch auf Dings, Isco ist gefallen. Und dann musste ich weg und die anderen erschießen. Oder welche anderen? Da waren keine anderen. Doch, die habe ich dann erschossen. Bruder, ich sag dir ehrlich. Ja, wir waren da, aber wir standen da schon. Das war 5 Minuten her oder so. Bruder, wir standen bei Frank, hatten gerade einen Notarzt gerufen und so. Wir hatten nicht mal Waffen in der Hand. Was soll ich sagen? Pass auf. Yes. Ich gebe dir jetzt 1-2 mit der Faust. Hast ein paar Pfeilchen und wir werden morgen nochmal vorbeikommen und werden das nochmal klären. Mit Olaf Schlaf oder was? Jimmy wird das klären. Mit eurem Oberhaupt. Wer auch gerade da ist. Ist mir in dem Punkt egal. Wer hat uns geschossen oder was? Nee. Hä? Hast du verstanden? Ja. Das gibt's am besten dann auch so weiter. Und wie gesagt, willkommen zum Reden, nicht zum Schießen. Sowas ist nicht unser Stil. Waffe ist das letzte Mittel. Das ist die auf dem Motorrad gewesen, oder was? Mhm. Ja. Was war's da? Ja. Was war das von euch? Klären wir. Reicht jetzt. Will reden oder so. Ja, als Sosa, das Ding ist, die haben dagegen Zivilisten geschossen. Auf einmal kamt ihr da an. Ja, ich mach das. Wie viele haben denn diese Zivilisten getötet da? Ja, keine Ahnung, das waren halt 4-5 Zivilisten, die dort waren. Ey, bevor irgendwas meinen Kopf fickt, darf ich hier überhaupt dabei stehen oder nicht, Mann? Nein, lass mal. Servus. Jo. Seid ihr fertig mit dem Jungen? Wir sind fertig. Okay, wunderbar. Kann ja auch einiges erzählen. Ja. Wir werden morgen nochmal vorbeikommen, das Ganze nochmal mit Worten klären, das Ganze noch ein bisschen erläutern. Okay. Weil du kennst uns, wir schießen nicht ohne Grund, wir schießen nur, wenn auf uns geschossen wird. Auf jeden, Digga. Ihr könnt es mir entweder morgen erklären oder ihr könnt es mir auch jetzt erklären, Digga. Das ist gar kein Problem. Nein, ich werde es an Jimmy weitergeben. Okay, wunderbar. Dann soll Jimmy vorbei. Aber Sägen nochmal als Bestätigung. Guck mal, ich bin sogar mit Sägen zusammengefahren. Und er ist dann ausgestiegen, weil er gesagt hat, er will nicht gegen die Blatt schießen. Und Isco war aber schon. Und lag da. Isco hat uns angegriffen, während wir einen Sanitäter gerufen haben für Frank. Habe ich von Duanga Schüsse bekommen und von Isco. Und dann habe ich die beide getötet. Ja, weil Isco auch angeschossen wurde dann. Außer dann schießt er nicht auf uns. Wir haben die nicht angeschossen. Wir standen da und haben gewartet, bis wir angeschossen haben. Wie gesagt, ich hab das ganze Sosa schon erzählt. Iris, du kannst dir von Sosa erzählen lassen. Mhm. Ja, das würde ich auch. Das würde ich auch tun, Digga. Er hätte einfach und, zu uns können. Wie gesagt, wir waren in dem Punkt nicht der Aggressor. Jungs, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Sag ich euch so, wie es ist, Digga. Hab gesagt, deswegen auf uns wurde geschossen. Wir haben reagiert. Mhm. Wer jetzt der Aggressor war, ist eine andere Sache. Das wird dann morgen nochmal geklärt. Mhm. Eigentlich klar. Wir waren es auf jeden Fall nicht. Okay. Was macht ihr bei dem Blatt? Okay. Ja. Alles in Ordnung. Wir ziehen jetzt von hier ab, ja? Dann sagst du Jimmy morgen Bescheid und er soll einfach kommen, ja? Dann klären wir das. Genau. Alles easy, Jungs. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht, ja? Jo, ich hoffe, Jungs. Ne? Jojo, ebenso. Und am besten nicht nochmal, ne? So, alles klar. Komm mit Sosa, Digga. Jalla. Ey, Jungs. Oh, Bruder, es tut mir so leid, ne? Mhm. Digga, das war aber. Du hast so Glück, dass du heute Geburtstag hast, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. Ja, Jungs. Jungs. Ja. So anwesend, oder was? Ja, komm anwesend. Ey. Mhm. Ey, warte, du kannst wieder meine Karte klauen. Scheiß auf dich, du Hurensohn, Digga. Privato. Ja. Scheiß auf den Wichser. Vato hat mir aber geholfen, ne? Er sagt 4 Leute sind von uns gestorben. Ihr.
Digga, freust du dich schon auf morgen, Digga? Ja. Bruder, morgen, wir kriegen so Dings. Ich werd morgen Hol schon mal Decke. Ich hab damit nichts zu tun, Bruder. Ich hol keine Decke. Du kannst doch auch normal. Du hast gefolgt. Du hast den Call gegeben zu schießen, du Wichser. Ich fick dich. Ich kann mich nicht dran erinnern, Digga. Ja, sag ich aber einfach so, du Wichser. Du kannst dich nicht dran erinnern. Ich sag einfach, du hast Schießerei angefangen, du Wichser. Ja, komm ich. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr, Digga. So ist es. Ich sag einfach, Marcel hatte wieder Stress mit Frank. Der hat Duanga Frank erschossen und dann kam es zur Schießerei. Und dann wollte ich Marcel nur retten. Wollen wir wieder uns als die Platz ausgeben und Fitner machen, Digga? Boah, Bruder, wenn wir jetzt schon Stress haben, weißt du, Alter? Ja, das wäre so geil, Digga! Ja. Wollen wir jetzt häufigen? Nein, ich weiß nicht, Bruder. Ich weiß nicht, ob ich das traue jetzt, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. Bruder, das wäre schon bodenlos. Das wäre bodenlos, Digga. Nee. Aber ich sag dir so, wie es ist. Wenn mir jemand einen Lilan dafür anbieten würde, würde ich es machen, Digga. Du willst, Alter. Ich liebe mein Mindset, Digga. Ja! Hier, Zeiger, für dich, du Fotze, Digga. Ja! Hey, was steckst du hier so? Oh, sag ein Absicht! Bruder, ich geb einen Schuss. Ich geb einen einzigen Schuss auf. Und Marcel läuft dazwischen. Ein Schuss, nur ein Schuss. Nein, erster Schuss. Wir reden nicht drüber, Digga. Wir reden nicht drüber. Ich weiß nicht, was bei mir passiert ist. So sagen ja auch. Ah, Bruder, du hast dieses Outfit. Ja. Du hast nicht nur mich gefickt, du hast uns alle gefickt, du Hurensohn, Digga. Hey, Jungs. Egal, zwei Teamkids. Bleitenberg lud mich an. Soll ich lang gehen? Ja, was will der Wichser? Scheiß auf Bleitenberg. Grüß dich. Grüß dich. Ey, lass mal zu Frank, ich brauch noch meine Revolver. Scheiße, sind sehr leise, Blindenband. Haben wir keine Revolver mehr? Ah, jetzt. Nein, Bruder. Ich hab 10 Stück geholt. Ja, aber das ist aber auch schon 3-4 Wochen her, Digga. Ich glaube, wir brauchen dringend so einen Helm, der uns vor Brüdern beschützt, die schießen, Digga, wenn du verstehst. Das wäre krass. Ja, das wäre anders krass, Digga. Yo. Das würde uns allein schon 70% stärker machen, glaub mir, wie ich sag, du redest. Ist euch irgendwie gegenseitig immer überlaufen, oder was? Ja, Bruder, es ist unnormal bei uns, Digga. Ich glaube, bei uns gibt es nicht, also es gibt nirgendwo mehr solche Fälle als wie bei uns, Digga. Boah, ich habe mich wieder um nichts gekümmert und morgen Banktermin. Oh, Mann, Alter. Mhm. Wisst ihr, wie lange noch in Dortmund Langwaffen sind? Achso, das wollte ich dann später mit euch besprechen, Digga. Bis Freitag müssen wir einen Termin machen, aber ich weiß nicht, ob das ist jetzt nicht der richtige Ort, aber wir werden später reden, ja? Inshallah. Später reden, Inshallah? Achso. Okay. Und wegen den ganzen Waffen und so, Digga. Ich hab noch ein Arsenal, ja. Ey, Bleitenberg kommt hier hin, glaube ich. Warum? Keine Ahnung, vielleicht will er Stress. Er sagt so, gib mal nur mal von Mahmoud. Ich habe gesagt, der ist nicht wahr. Dann meinte er so, ja, ich brauche die Nummer. Dann habe ich gesagt, ich gebe sie nicht ohne seine Erlaubnis. Bla, 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 hin und her. Dann sagt er, drehen Sie sich mal um. Mhm. Was sehen Sie? Ich drehe mich um. Ich sage, ich sehe ein Bild von dem Typen. Mhm. Und dann sagt er, okay, wir sehen uns gleich. Hm. Was könnte das wohl bedeuten, Digga? Wollen wir uns auf die Hauptstraße stellen, in die Büsche? Ja, komm. Okay. Komm. Ja, was ist denn gerade passiert, Mann? Ja, perfekt, scheiß auf dich. Durch das Bild hat er gecheckt, dass ich im Haus bin. Ja. Ja, was ist gerade passiert? Von denen, die in der Küche. Wieso haben wir dich bei dem Platz abgeholt? Nichts. Ist nichts Interessantes. Hey Jungs, wie steht ihr denn überhaupt zu Breitenberg? Ich hab keine Ahnung. Wir ficken den Wichser. Was der jetzt will von mir? Ich geh schon mal auf die Straße, ja? Breitenberg, was ist los? Ach so. Der hat gesagt, der kommt vorbei. Aber ich weiß nicht, mit welchen Absichten.
Ey, wir sind vier, oder? Ich kann mitschießen. Ja, ja. Warte, ich geh zivil. Marcel, willst du zivil? Nein. Versteckt euch in alle Gebüsche, Digga. Oh Mann. Breitenberg hat mich gerade angerufen, siehst du? Und hat so getan, als hätte er sich verwählt. Was soll das bedeuten? Wie bitte? Breitenberg hat mich gerade angerufen. Und hat gemeint, ah, sorry, das war nur ein Versehen. Ganz komisch, Digga. Ja, denn fehlt irgendwas im Schilde. Hasi, denk von den 2 Monaten. Kuss, Hasi. XBGX spendet 10 Euro. Holt die Kerze raus, dann ist es wenigstens romantisch, wenn ihr gefickt werdet, Feuerspeed. Digga. And you're doing nothing, man. Danke für deine 10 Euro, what the fuck. Danke, Reezy. Wer ist das denn, Digga? Was macht der? Ja, komm auch dazu. Ja. Jetzt werde ich wieder in den Kopf geschossen. Yippie! Hey, aber ja. Ding. Marcel, das Gespräch später ist echt wichtig. Das will ich mitbekommen. Welches Gespräch, Digga? Wie lange bleibst du noch wach, Marcel? Ich bin gerade erst aufgewacht, Digga. Willst du mich verarschen oder was? Nein, du sagtest, wir reden später. Wegen den Waffen. Achso, ja. Wie lange warst du noch? Ja. Gehst du gleich schlafen oder was? Ich weiß nicht, ich hab morgen einen Termin bei der Bank. Weißt du, was du morgen machst? Ja. Hör mir zu. Wenn du wieder kommst, feiern wir wieder deinen Geburtstag, wenn du verstehst, was ich meine. Jungs, ich kann kommen nicht. Du musst frühst kommen, so um 15, 16 Uhr wieder, Digga. Ja, Mann. Hi, Fett, Bruder. Zweimal Geburtstagsgeschenke ab von dir. Ja! Ja! So ein dreckiger. Mach doch den Fight, Bruder. Ich würd's machen, Digga. Sag ich so. Ich komm morgen sowieso live. Ja, ich weiß, dass du live kommst. Was? Leute, hier liegt ein Zettel. Ja, was steht da? Da steht, Twitch Prime ist kostenlos. Bruder, keine Ahnung, was das ist. Kenn ich nicht, Digga. Aber nur bei mir, oder? Ja. Bei den anderen backt das. Nicht einen Prime bekommen, Digga. Ich auch nicht. Ich du kriegst so einen Kopfschuss, du Wichser. Hat sich gar nicht gelohnt. Zilin, bester Mann. Oder Frau. Zilin, ich danke dir. Fabi, bester Mann. Jungs, wo seid ihr? Ey, Jungs, ficken jetzt Breitenberg, oder was? Kop, der Gio. No plant ever see you, dog shit. Frag den. Frag den Vizabi. Stop. Rodux, danke dir auch für den Prime. Kuss. Altin. Oha, Digga, jetzt kommen die Primes wirklich rein. Takaru, danke dir auch. Beste Männer. Sehr gut, bester Mann. Wieso? Achso. Ich vermisse aber meine Iron Maske. Oha. Fucking Noob Wall, du fucking shit. Pilcher und Inception. Ja, scheiß auf dich, Marcel. Was denn? Was hast du gesagt, Digga? Ich hab gesagt, ich vermisse meine Iron Maske. Pascal, danke dir auch für dein Haus vor 11 Minuten. Ich hab's gar nicht gesehen. Oder ich bin zu in der RP drin gewesen. Tut mir leid. Achso, und Jungs, wenn ich euch schon mal hier um die Uhrzeit habe, Digga. Ab sofort, ich weiß nicht, ob ihr das heute mitbekommen habt. Es über andere Themen, wenn ihr versteht, zu sprechen, wird bestraft, Digga. Echt jetzt? Ja, wird bestraft. Und das habe ich angefordert, Digga. Das habe ich angefordert. So. Und da kam eine Meldung heute, 3-4 Mal. Hast du die nicht gesehen, oder? Ja, ich habe die gesehen. Ja, ich habe das angekündigt, Digga. Ich habe das gesagt. Und Bruder, nicht, dass ihr jetzt wegen mir Probleme bekommt. Deswegen aber es ist... Egal wie, egal welche Andeutungen. Auch Andeutungen.
aufhören. So, das, was wir gerade gemacht haben, oder wie? Ja, ja, das war falsch, Digga. Sollten wir noch eigentlich, Ding, sag ich dir so, wie es ist, Digga. Okay, ist eigentlich gut. Ich fühle das ein, und ich bin der Erste, der verkackt. So ein Hurensohn, Digga. Wie kann man nur so ein Hurensohn wie ich? Kushi, danke für den Hurensohn. Oh mein Gott. Letzte Diggi meldet sich später wieder. Glaubt mir, das wird umso viel mehr Spaß machen, Digga. Glaubt es mir. Ja, auf glaubt jeden mir Fall. Das. Glaubt mir das wirklich. Wenn das eine Woche, wenn sich jeder dran hält, boah, es wird so heftig geil. Jungs, ich hab nur eine Guzi dabei, ja? Go play. Digga, der kommt doch eh nicht. Was machen wir im Busch, Alter? Ich dachte, der kommt. Nein, Mann. Isco, kommt der hierher? Kuss, Digga, mach weiter so. Isco! Go play your fucking Beyblades and shut up. Isco! Adel, danke dir für deinen Prime. Oha, jetzt kommen die rein, Alter. Bester Mann sagen, dass er das erwähnt hat. Stop doing this fucking Hey, alles, man muss den GPS, Jungs. Von Isco? Ja. Der ist gar nicht mehr da. Ja, geht dann scheiß drauf, hä? Isco, bist du noch da? Oder hat ihn Breitenberg auf? Ich telefoniere gerade mit Breitenberg. Okay. Wir liegen hier im Busch, Digga. Sollen wir hier weiterliegen oder wieder rausgehen? Bleidenberg. Moment, ich telefoniere mit ihm. Taka, danke für den Subgriff. Ja, gescheiß das, was ihm geht. Bleidenberg. Yo, wo ist eigentlich Cracky? Der Wichser. Und deiner Mutter. Halt deine Fresse, deine Mutter. Deine Schwester. Die kann gern für mich kochen. Boah, da finde ich schon frech. Also, vielleicht hast du Frauen, so weißt du, nur fürs Kochen, oh weißt Gott. Du, wie, daran erkennt man wieder, weißt du? Finde ich auch sehr abwertend von dir, muss ich ehrlicherweise sagen. Tut sie das sagen. Für dich auch? Wirklich, ich sag dir, ich sag dir so, wie es ist, ich würde dir gönnen, dass morgen Emily vor deiner Tür steht. Nein, bitte nicht. Mit Regenbogen-Tattoo. Tut das nicht deine Schwester die ganze Zeit? Bruder, Emily wird morgen vor deiner Tür stehen und du wirst ausgelacht. Ja, weiß ganz genau. Drauf, wirklich. Bruder, sie schwingt so mit Fahne, die wird dich auseinandernehmen. Vertrau mir. Das war nicht auf Frauen bzw. auf deine daran Schwester. Daran erkennt man das doch wieder. Weißt du, Charakter eines Mannes. Jungs, ihr seid, Digga, was seid ihr für kleine Kinder, Digga? Warum Nein. beleidigt ihr euch die gegenseitig eure Schwestern und eure Mütter, ihr Hurensohn, Digga? Hört doch mal auf mit dem Scheiß. Halt deine Fresse, du Hurensohn. Ja, das kannst du dir nicht aufwenden. Wie kleine Kinder hier manchmal. Wann auf Susi seine Schwester bezogen? Was gehst du wieder auf Schwester, weißt du? Daran erkennt man das auch. Ja, oder? Ja. Aber ich deine Schwester du könntest doch einfach auf Typen gehen. Du musst immer die Frauen in den Dreck ziehen, weißt du, wie ich meine? Das ist echt nicht korrekt. Wirklich, das ist echt verwerflich. Moment, mein Telefon. Psst. Jo, wer ist da? Marcel noch letztens. Seine Frau kommt rein, er sagt, geh kochen. Ja, Mann, ich hab Iskos Nummer immer noch nicht eingespeichert, Digga. Batzi letztens in deinem Stream. Seine Dings, seine Freundin kommt rein. Seine Frau kommt rein, nervt ihn, therapiert ihn, dass er irgendwas machen soll. Er sagt einfach, geh jetzt, macht irgendwas, geh kochen oder so. Okay. Ja. Das ist komisch, Digga. Was denkst du? Ja, aber was denkst du, was er in Schilde führt? Ja? Eroate 19 spendet 5 Euro. Von mir auch alles Gute und danke nochmal für die 300 Euro Mondgehalt letzten Monat. Kuss, Digga. Kein Ding, Digga. Danke dir für deine 5 Euro. Kuss. Keine Ahnung, Bruder. Sollen wir Funk wechseln oder was? Okay, ja, wir wechseln Funk. Geh in Funk 447. 447? Hey, Breitenberg hat unseren Funk, oder was? Stimmt. Okay, die sind neben mir, die sind alle drei neben mir. 55, okay. Wie viel, was? 447, jalla, 447. Stimmt, vorhin hat er unser Funk rausgefunden. Geh in Funk 447. Moin. Oh, ja, moin, falsch. Razer, danke für den 2 Monate. Funk,
Jo, ich höre dich laut. Funkcheck. Okay, also Blindenwelt will mir nicht seinen Standort schicken. Und er hat so schlecht gelogen. Ja, dann versuchen wir hier mit Wischwitz. Ich habe keine Ahnung. Anscheinend, der kommt nicht, oder? Geh mal auf. Ja, der kommt. Digga, was mache ich? Bruder, scheiß drauf. Und ich sag's euch, wie es ist, Leute. Die ganze Zeit Autos sind lang. Okay, ich zieh mich zivil an und wir fahren in die Stadt, Digga. Was soll ich machen? Ja, Marcel, tu mir bitte aber nur einen Gefallen, okay? Marcel. Nur heute. Ja. Bitte nicht gegen Platz, Mann. Seng, hast du einen Revolver? Ja, Bruder, aber ist mein einziger. Gimmer. Nein, ist mein einziger. Ey, Mann. Bruder, ich habe eine Riesenwaffe, Marcel. Also, du kannst alles haben, aber nicht meine Revolver jetzt. Mann. Kannst du von mir aus noch meine MK2 haben? Ja, geht scheiße, wer will nicht? Ja, ich weiß nicht. MK2. Brauch nur Karabiner und Revolver, mehr brauche ich nicht. Ey, soll ich zu Frank und nach meinen Revolvern tragen? Nee, spinnst du, Digga? Was? Wie stehst du da? Wie so eine kleine Muschel, Digga? Seid ihr hier nicht? Ihr hört nicht auf dem GPS? Jojo, wir sind im Anwesen. GPS packt gerade an. Hast du Gambo und Fett oder was? Stop pinging the fucking tunnel. Das war ein Gambo. Loco, der Boss, danke für dein T1. Hast du ein Viertürer? Ja, komm. Dürfen wir nicht benutzen, das Fraktionswagen. Ja. Ist nicht gut! Ich muss die Teamspeak wieder neu starten, warte. So. Steig bei Serge ein. Isko, Serge steigt bei dir ein. Isko, Serge steigt bei dir ein. Ja, okay, es ist auch eine Uhrzeit erreicht, Digga, ja. Meine Fresse, Digga. Torwart zu Felipe. Wohin? Was? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, bitte geh. Ach so, okay. Digga, ich hab immer noch nicht das mit diesem Timeout-Ding rausgenommen. So faul bin ich, ne? Krass. Oder ich muss morgen um 11 Uhr aufstehen. Ah ne, 9:30. Ich hab Banktermin um 11 Uhr. Oh. US-Summen abheben, kenn ich, Digga. Jungs, ich hab eine GPS bekommen von unbekannter Nummer. Ja, lass da hingehen, Digga. Wo ist das? Meinst du? Ja, lass da hingehen. Wo ist das ungefähr? Oh, 2 Kilometer. Mein PD. Hat jemand Bargeld dabei? Ich muss hier tanken, ganz dringend, Digga. Ja, ich. Tank mal, Digga. Und fahr dann auch gleich weiter.
Digga, warum habe ich keinen Revolver, Mann? Hast also. Hast du getankt? Nein, geh nicht hier. Ich habe von der Unbekannten nochmal Dings bekommen. Wohin? Ey, aber ich kenne die Nummer halt nicht. Ich habe alles gut, entspannt, ich fahr doch hin, Mann. So, Digga, was seid ihr für Muschis, Mann? Ja, immer dieses Vorsichtige, Digga. So wie Roller, Alter. Jedes Szenario vorher überlegen. Bruder, also, was passiert, wenn wir bei A sind? Danach kommt B, danach kommt C, danach kommt D, ah, Digga. Bruder, wer weiß, ob ich da, noch die nächste Minute lebe, Digga. Das ist doch der Grund, warum wir alles mal 100 Jahre brauchen, weil wir alles mal ausdiskutieren müssen. Hast du auf dein Handy geschaut, richtig? Nee, ich hab noch nie so eine Scheißkarre linken sehen. Ja, stimmt, Digga. Du bist schon markiert. Wo ist denn das? PD, glaube ich, hat er doch gesagt, oder? Ey, Jungs, PD? Ja, Delect von PD, bei PD Delect ist das GPS-Ding. Guck mal auf die Dächer. Hoch. So, wo sind die? Genau hier. Genau hier. So, wo ist der kleine Wichser? Teilt euch auf, Digga. Wer ist da im... Da, folgt diesem Auto, folgt diesem Auto. Steigt alle wieder ein. Ich warte dich an der Gasse, ja. Ich warte dich in der Gasse. Wo ist rechts, der denn? Rechts. Wieder rechts, Sandra, vorne. Fahr mal nach links. Okay, fahr geradeaus. Fahr zum Würfelpark. Okay, Selgen kannst du mich abholen. Warte mal hin. Wo bist du, Bruder? Wo man da... Na, ihr kleinen Muschis, wie geht's euch, Digga? Einbahnstraße allein fährt. Hallo. Ja, okay, warte, ich hol mein Auto. Hallo. Sind die laut aus? Ready sind zu nett, ja. Ja, Bruder, das wie lange noch, Digga? Das war dieses Auto, 100%, glaub mir. Ja, wenn ihr was seht, sagt Bescheid, Jungs, ja? Ist gut. Halt mal an. Sehen wir das hier. Halt mal hier an bei dem. Wo seid ihr? Also halt mal bei den Hasslern. Halt spannend, Digga. Verpiss dich mal! Ey, was soll das, so Arschloch? Ja, moin, der fährt einfach weiter. Ey, Baby! Ey, Puppe! Und ich dusche wieder! Na, Baby, wie geht's dir? Eris! Oh, nee, der Arschloch schon wieder, Digga. Warte mal, bist du alleine, Digga, Alter? Nö, ich bin nicht alleine, Digga. Wieso? Ah, hat's Glück, mein Bester. Ja, komm doch her, du kleine Fotze, Digga. Ja, Digga. Ich erwisch dich irgendwann alleine, ja, Alter. Komm doch her, Digga. Und fahr mir doch hinterher, du kleine Mutti, Digga. Ey, wieso fährst du weg, Digga? Warte.
Baby, komm in mein Hotelzimmer. Baby, komm. Yo, Hustlers. Habt ihr ein Problem oder was? Oh Mann. Also ich hab mit dir allein ein Problem, du weißt Digga, Alter. Der Colt zählt noch, Alter. Ja, Bruder. Dich erwische ich auch noch, Digga. Ja, kein Problem, Digga. Dich mach ich auch noch zum Mann, Digga. Alles gut, mein Bester. Guck mal, ihr seid drei Leute, wir sind zwei Leute. Es geht nicht darum, Alter. Es geht nicht darum. Ich hab mit Harris was anderes, Alter. Harris, komm, weiter geht's, Digga. Okay, wir sehen uns, Digga. Alter, Mann, viel Spaß noch. Pass auf deinen Arsch auf, Digga. Ey, war das gerade die Foxy Bitch, Digga? Welche Foxy Bitch? Die, wo ich Ding abknallen wollte, Digga. Die ist mir entwischt. Ey! Oh, war, ey, oh mein Gott. Yo. Yo, ey. Was für ein Problem, Digga? Steig mal aus hier wieder. Steig mal aus, Digga. Hallo. Wieso redest du nicht mit uns, hä? Ich suche immer. Was ist los? Wir haben dich nicht gehört, Digga. Warum fahrt ihr in mein Auto rein? Einmal Führerschein und Fahrzeugschein, bitte, ja? Führerschein und Fahrzeugschein? Ja, ist doch richtig, Digga. Ja. Yeah. Hä? Ja, tut mir leid, weil du ein kleiner Rotscheißer bist. Karlsruhe. Und noch keinen Führerschein hast, Digga. Karl Rasur. Kann ich auch nichts für. Karl Rasur heißt er. Ja. Ein bisschen vorsichtiger fahren, mein Junge, ja? Ich bin auch noch gar nicht gefahren. Ihr seid doch in meine Karre gefahren. Halt deine Schnauze, wenn ich mit dir rede. Aber komische Polizeiarbeit. Yo, schieß allein. Yo, ey, da ist die Foxy, das ist die Foxy. Los. Wer ist die Foxy? Links. Wieder links. Bruder, wie einfach Poker, Alter. Geradeaus. Wo ist die kleine Krachbar, Digga? Oh. Wer ist das denn? Watto! Watto, wir haben dein Auto, Digga. Das ist eine Karre. Ja, du kleiner Pendejo, hast meine scheiß Karre geklaut. Alter, dein Schnauze, wir nennen so ein Pendejo, du kleiner Wichser. Pendejo. Komm her. Marcel, Watto. Ja? Du musst bei uns in den Bus mitfahren, da vorne, hier, komm. Wer ist da alles drin, Digga? Da ist, läuft Musik und so ein Scheiß, Mann. Ja, jalla, lass mitfahren, komm. Ey! Wollen wir die alle überfallen? Jo, genau so machen wir das. Okay. Jo, stehen bleiben, wir wollen mitfahren, hallo! Schneide den. Jo, was machen wir denn? Wir wollen mitfahren! Ich gehe so schlafen. Wir wollen mitfahren, Digga! Aufsteigen, Digga! So, auf, Alter! Zwei Plätze haben wir noch. Jo, nachher kommt zum zweiten. Steig ein! Ja. Ich hab auf die Leine geschossen, aber leider nicht getroffen. So schlecht. Ich fährt safe hier, weil ich gut bin, Digga. Oh mein Gott. Oh, die Taffe, Digga. Wo ist denn die, Alter? Hinter euch! Hinter uns! Wie hinter uns? Hast du noch gehört im Funk, Digga? Ja, aber wer? Wo, wie, was, hä? Habt ihr die? Nein. Weiter so. Hä, hey, und was, warum sagst du hinter euch? Weil sie in der Gasse war beim Auto. Und wenn sie jetzt abgekugelt. Ach du Scheiße, als ob sie hier in der Gasse war, Digga. Aber warum wollen wir die jetzt umlegen? Die Foxy. Wer ist das? Was heißt, was heißt umlegen, Bruder? Bisschen mit ihr spielen, Digga. Nicht immer umbringen, Bruder. Bisschen spielen. Ja, Digga. Deswegen frage ich ja, warum hat Isko auf die geschossen? Der denkt, du willst sie umlegen. Nee, weil nur zum Anhalten. Ja. Wenn die nicht anhält, schießt der Isko immer auf die Reifen. Das ist eine Anweisung von mir. Klappt ja richtig gut, deine Anweisungen, du Wichse. Sehr gut sogar, Digga. Wer ist das denn in unserem Fahrzeug? Jojo, wer ist da? Ich war du. Was denn, ey, was steig auf unserem Auto aus? Ja, wo ist mein scheiß Bus, Alter? Ich hab mir meinen Bus geklaut. Du kleiner Wichser, Mann. Du bist Wichser. Er ist so sauer, Digga. Ich schwöre.
ist so sauer. Was ist denn hier los, Alter? Gar nichts los. Gar nichts los, was machen wir? Lass das anders machen, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Das Bundeswehr stürmen. Autos, Autos, Autos. Autos. Geradeaus, 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 geradeaus. Autos? Ja, ja, ja. Gib einem Navi, gib einem Navi. Rechts. Und ist zu Fuß unterwegs. Rechts. Gib doch einem Navi, du Schwanz. Das ist gleich hier. Links. So, die ist hier irgendwo zu Fuß unterwegs. Rechts ist das Autohaus. Das Autohaus, meint er. Das ist ein Autohaus hier normalerweise. Autohaus unten oder oben? Hier, also beim hier, Park. Ja. Bruder, hier, vertrau mir doch, Digga. Haben, sie ist klein gefahren. Sie versteckt sich da drinnen, glaube ich. Kleine Ratte. Hä, wo soll sie denn rumlaufen? Wo steht denn ihr Auto, Digga? Wo ist ihr Auto? Bruder, ich bin mir zu wirklich 90% sicher, dass sie ihr Fahrzeug hier eingepackt hat. Nee, hat sie nicht gemacht, Digga. Doch, Bruder, sie stand da genau auf diesem Punkt. Moment, ich habe eine SMS. Nehmen. Irgendjemand schickt mir Bilder, Digga. Aber ich kann die Bilder nicht anschauen. Ich kann die Bilder nicht sehen, Digga. Vielleicht auf dem Dach, warte. So ein guter Spot auch zum Schießen. Was ist los? Nichts, alles gut. Irgendeiner schickt mir Bilder, Digga, aber ich kann sie nicht sehen. Schreib dir mal, du Hurensohn. Schreib dir mal, ich kann das nicht sehen, du Wichser. Hab ich geschrieben, Digga. Weiß ich nicht, ich hab ihm geschrieben, ich kann die Bilder nicht sehen, die du mir schickst. Von dieser Ding nochmal, warte. 19, glaube ich, hab ich am Ende. 981. Nein, 019. 981 kenne ich. Okay, mir hat 981 eine SMS geschickt. 981 kenne ich irgendwoher. Ey, aber ich bin dir ehrlich, ich geh schlafen, ja. Weil ich irgendwie, das wird nichts, oder? Bruder, Digga. Keine Ahnung, ja, hier ist aus echt wie ein Ding los. Ey, wir haben sie. Ey, wir haben sie. Sie ist Baum gegen Baum gefahren. Aussteigen, oder du bist tot. Aussteigen. Aussteigen. Bei uns. Bei uns, kommt her. Wir sehen euch die GPS. Karre ist auch bodenlos langsam, Digga. Ich sehe euer GPS nicht, das spinnt. Die fährt gerade, Am Ammunition-Dach. Die ist genau am Ammunition-Dach gerade. In der Nähe. Auf der Hauptstraße. Richtung... Wieder die fährt wieder Richtung PD dann, links auf der, bei der Straße. Du Colts, ja? Wieder zum Würfelpark. Würfelpark wieder? Oder diese Karre ist so bodenlos. Rechts. Oder links? Wo ist die hin? Ey, die ist einfach so gut, what the fuck? Digga, unsere Karre ist einfach scheiße, deswegen. Digga, die Schmutzkarre auf der ganzen... Du kannst einfach nicht fahren. Ja, wahrscheinlich nicht fahren, Digga. Selbst mit Vatos Karre können wir nichts anfangen, Digga. Schwör. Digga, ist ja alle Bruder. So nutzlos, der Typ, Kappa. Sorry. Hey, Kopfschmerzen. Hey, war das Breitenberg? Echt? Warte. Das war doch Breitenberg. Hey, wer bist du? Oh, Marcel, ich sag ein, Vato. Wer bist du? Marcel, ich sag ein, Vato. Wer bist du? Wer bist du? Vato. Karl bin ich. Wer bist du? Ich Karl. Bin Vato. Der Karl. Und da drüben ist Vato. Sag ein, Marcel. Aber was haben wir denn da drin? Oh, Digga, ich bring den um. Ist das nicht Breitenberg, Digga? Nein, das ist nicht Breitenberg. Das ist dieser Karl Rasur. Von wohin, der mit seinem Ausweis gezeigt. Ehrlich? Dicky Jackson, bist du der Vato? Verpiss dich mit deinem Bus, du Wichser! Digga, du kleiner Pendejo! Ich scheiß auf dich. Dave. Sorry. Der hat doch mal Dave überfahren, Digga. Digga. Hör auf, Digga. Wieso fährst du jetzt Bus da rein, Digga? Diese Karre ist so schmutz, Bruder. Ich hab so Aggressionen gerade.
Ich schwöre. Solche Aggressionsprobleme gerade, Bruder, sag ich dir so, wie es ist. Mato! Schlafen oder was macht ihr noch? Mato! Weiß nicht, Mann. Verpiss dich! Wer sind diese Leute da eigentlich? Also ich ruf mal diese Nummer an. Kann man die anrufen? Ja. Jo, verpisst euch von der Straße! Hey, ihr sollt euch von der Straße verpissen, Digga! Die machen halt nichts, Digga. Ich beleidige ihre Mütter, Digga. Die machen nichts, ignorieren dich einfach, Digga. Hör doch auf, Bruder, das macht man nicht, Digga. Warum? Das ist nicht erlaubt, hey, Bruder. Verstehst du das nicht, Digga? Oder nicht? Nein! Bruder, ich wollte das dagegen rammen, dass die Karre dann den anderen über... Ja, aber das ist... Der Bruder, reiß dich doch ein bisschen zusammen, Digga, wirklich. Ein bisschen zusammenreiß, Digga. Bruder, ist es tot hier, was sollen wir hier egal, machen? Egal, trotzdem, Digga, trotzdem. Ey, da vorne, 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 vorne! Links! Ey! Wir haben sie! Bleib stehen! Oder du gehst knallt! Bleib stehen! Wir haben sie! Wo? MD, altes MD! Ja, scheiß drauf, Digga, komm. Fahr mich ins Anwesen, Digga. Lass was anderes machen, Bruder. Der ist so sinnlos, Mann. Lass mein Lambo rausholen oder so. Beim Handyladen? Ich guck, Digga. Ich sag altes MD, er sagt Handyladen, Digga. Also, Bruder, ich weiß manchmal nicht, mit wem ich hier rede. Digga, scheiß drauf. Die Karre ist einfach Schrott. Mhm. Wollen wir mein Motorrad holen? Können wir machen, Digga. Oh mein Gott. Ich geh schlafen, Digga. Ja. Ja, Jungs, unsere Karre ist kaputt. Komm her. Lass Mediziner abziehen. Yo, oh mein Gott! Wahrscheinlich ziehst du die ab, oder? Dave! Ah, Dave ist da, Digga. Zehner, du hast es wieder irgendwo abgelegt, Digga. Nein, weil am Würfelpark Dave war. Ja. Weil du wie so ein Bot gelaufen bist. 80-19, wir kommen, Digga. Haltet sie. Ja, wir unser Bein, sowohl von ihr als auch von uns ist Auto kaputt. Ich hab eingegeben im Navi. Wo ist Dave? Dave braucht 100 Jahre, der Wichser. Digga. Also Bruder, Digga, wirklich. It's my birthday. I'm a been a bunny. It's my birthday. Wo bleiben eigentlich meine Geschenke von dir? Was soll das? Welche Geschenke? Na, Geschenke. Ja, Bruder, ich glaube, du hast genug Geschenke bekommen. Reicht doch, oder nicht? Nee. Ach, ich scheiß auf dich. Heute Nachmittag nochmal Geschenke, sagst du das? Da würde ich mich sehen bei dem Fetten. Ja! Ich wollte doch sowieso dingsen. Play better. Wir sind jetzt bei. Hey. Auf der Autobahn bei 80-19. Gib einem Navi 80-19. Jetzt auf einmal GPS wieder da. Dave, hey, du Schwanz! Anwesend, sofort warum? Anwesend, Digga! Wie anwesend? Ich hab Bilder auf mein Handy bekommen, ne Eule-Bild, unser Büro. Der ist in unserem Büro, Digga. Das ist Leitenberg, der hat mir was von Eulen gesagt am Telefon. Jetzt weißt du, was er mit der Eule meint, du Idiot, Digga. In unserem Büro hängt ein Bild von einer Eule, Digga. Das ist Drake sein Albumcover, Idioten. Ja, eine Eule, Digga. Was hängt ein Bild? Nimm die Alte und komm zum Anwesen, Digga. Okay, willkommen. Yo, Dave, kannst du dich mal bitte beeilen, Digga? Einmal in deinem Scheißleben, Digga. Der Schwanzkarre jetzt. Wir brauchen ein paar Minuten. Dave ist da, repariert eure Karre. Ja, müssen wir, aber ich hoffe, der kommt. Wir sind im Tiefgarage, ich hoffe, der kommt rein. Digga, hat der Watto keine Hobbys, Digga? Ich schwöre. Boah, der Arme tut mir ein bisschen leid, muss ich dir ehrlich sagen, Digga.
Der Wichser ist an unserem Anwesen, Digga. Der versteckt sich dort. Wir finden ihn. Hast du mich verstanden, Digga? Hm. Also, Bruder, ich mach noch kurz ein Nickerchen, bis wir da sind, ja? Kann ja, was, ey, so kann ich dafür, Alter. Ja, Digga, also, keine Ahnung. Boah, diese Karre. Ich habe noch nie so eine Kacklenkung gesehen in meinem Leben. Wie kann man sich so eine Karre kaufen? Alter, Digga. Nicht einmal das kriegst du hin, Digga. Ja, Bruder, weißt du, wie bodenlos die Karre ist? Als wenn er da jetzt noch ist, Alter. Der ist doch, Digga. Such ihn. Du findest ihn. Der hat uns gehört. Stürm sofort rein, Digga. Stürm. Aua. Jungs, alles gut bei euch? Wir sind im Anwesen. Kommt sofort her. Ist da noch jemand dabei? Die verstecken sich hier. 100%, Digga. Was ist, wenn er oben drauf ist? Ich höre ihn eh nicht. Ich hab die Eule gefunden. Und? Da ist die Eule, Digga. Ja, da ist die Eule, ich weiß. Hm. Aber wo verstecken sich die Wichse? Ich glaube, die sind oben drauf. Meinst du? Kann gut sein, ja. Wer spoilert oder irgendwas aus anderen Stream schreibt, kriegt Timeout. Nur zur Info. Also alle, die jetzt spoilern, die kriegen einfach in 2 Wochen Timeout-Mods, okay? Wenn schießt, Soße? Ja, das war ich. Hast du ihn, oder? Nee. Hört ihr kein Eli? Was machen wir jetzt mit ihr? Mich gehen lassen? Foxy, wir haben noch eine offene Rechnung. Miteinander, glaube ich. Wieso? Ich bin auf dem Weg. Mhm. Okay, hast mich einfach links liegen lassen. Du machst frech? Granzino, danke für den Tipp. Lass sie los, nimm mir die Handschellen ab. So, bitteschön. So, du kommst jetzt mal mit, Foxy. Junge. Wo ist was von einer Leule? Zeige ich dir gleich. Foxy hat kurz eine Arbeit hier zu erledigen. Foxy, du stehst jetzt da und putzt einmal dieses Bild hier ab. Hast du mich verstanden? Weil der Typ... Dann kann ich gehen, oder was? Ja, aber 10, 15 Minuten lang. Das Ding ist, der Typ auf dem Bild, der ist sehr dreckig, deswegen muss man den putzen und das geht nur... Ich sehe da ein bisschen Staub, verstehst du? Hm. So, jetzt geh hier hoch, komm hier hoch und einmal komplett reinigen, putzen. Weißt du, warum da Staub dran ist? Weil sein Arsch einfach schon putzen. So alt ist, dass da sogar Staub wächst. Hier, zeig dir das mal. Isco, wie geht das? Hier, siehst du das? Cleanen, ja. Ja. Schön putzen. Ich schau gleich nach dir. Solltest du abbauen? Die zweite, wie Blindenwelt sagen würde, ja? Jo, Isco, komm mit, Digga. Ich zeig dir die Eule. Machst du sehr schön. Ui, wie heißt du denn? Falsche Richtung. Ferdinand heißt du. Leute, geht's euch gut? Sagt, verrate ich nicht. Ach so. Verrätst du es mir jetzt? Hallo? Ja? Foxy. Wo bist du jetzt? Foxy? Aber ich soll putzen. Okay, ich komme. Ey, warte, ich glaube, ich kenne dich sogar. Haben wir nicht mal einen Raub zusammen gemacht? Stimmt. Ja. Du bist auf mein Motorrad gestiegen und da habe ich gesagt... Dann hast du mich beschissen, du Arsch. Wie beschissen?
du hast mich als Geisel genommen. Ja, war doch romantisch, oder nicht? Illuminato dann, was? Also romantisch sind andere Dinge. Ey. Und ich habe noch nicht mal einen Klunker bekommen. Dein Klunker? Ja, du machst einen scheiß Raub und ich krieg noch nie meinen Klunker. Darf ich auch nicht. Ja, tut mir leid. Nein. Willst du einen Ring von mir? Oh Mann. Nee, jetzt ist es zu spät. Sogar mit einem fetten Diamanten drauf. Ist zu spät. Ja, tut mir leid. Alle Ecken putzen, ja? Alle Ecken. Ja, logisch. Findest du den gefallen schon? Was? Bitte noch ein bisschen Spülmittel holen. Ah, Spülmittel holen, ja, kein Problem. Dankeschön. Versuch's erst gar nicht. Ich töte dich. Ich versuch's erst gar nicht. Was? Versuch's erst gar nicht. Hör auf. Okay. Aussteigen. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Rein mit dir. Jo. Wo wollt ihr die hin, Digga? Ich wusste, dass sie mich verarschen will. Wollt ihr die wegrennen? Ja, ja, ja. Sie hat gesagt, Spülmittel holen. Ich hab noch Spülmittel im Auto gehabt. Kleine Bitch, Alter. Du kleine Bitch. Geh wieder hoch, da wo du hingehörst. Jo, was soll das für die Tür aufmachen? Mach mal die Tür auf. Jo, Moment. Sehr schön machst du das. Ui. Findest du den Typen attraktiv? Wunderbar, wunderbar. Schön machst du das. Foxy? Oder wie heißt sie? Foxy? Wie heißt sie denn? Foxy. Bruder, das klingt wie ein Browser. Foxy. Foxy, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen richtigen Knackarsch hast? Nein, Foxy, findest du den Typen attraktiv? Nee, gar nicht. Auf dem Bild? Der Typ? Ja. Yeah. Weiß ich nicht. Ja oder nein? Sieht ein bisschen komisch aus. Wer sieht komisch aus? Der Typ auf dem Bild. Auf dem Bild. Wie sieht er aus? Sehr hübsch. Und, ja. Erotisch. Genau. Ja, und was noch? Und ja. Was noch? Ja, wir hören. Bildhübsch. Er hat auch so ein Ding wie das, was ich in der Hand halte. Ein was? 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 Was für ein Ding? Ach so. Ja, wow. Es ist definitiv zu spät dafür. Ey, Ploxy! Foxy, nicht Ploxy. Ja, Foxy, Roxy, Schotzi, Fixy, keine Ahnung, wie sie heißt. Foxy, wenn ich dir erzählen würde, dass dieser Mann 2020 zum Sexiest Man Alive gewählt worden ist, würdest du mir das glauben oder nicht? Safe. Also sofort. Wunderbar, genau das habe ich erwartet. Also sexiest, du musst überlegen, sexiest man alive der eingeschränkten Menschen, weißt du? Nee, also... In der Kategorie eingeschränkt und hässlich. Das würde ich wissen. Da, genau da. Was du meinst. Nö. Keine Ahnung, was du meinst. Oh, sorry. Können wir aufhören, sie dabei anzuschauen? Diese erotischen Augenbrauen und... Diese buschigen Wurstfinger. Genau. So, und jetzt möchte ich, dass du ein bisschen für uns tanzt da oben. Let's go, das kannst du hart knicken. Bist du dir da sicher? Ja? Bist du dir sicher? Ich tanze sogar mit, komm, Foxy. Jalla. Beide einmal... Ich glaube, das ist nicht vor, ich feiere nee. Mit an. Nein, wenn schon gemeinsam, komm. Ist ja gut. Komm, damit sie nicht so unangenehm wird, komm. Ja, jalla. Na gut. Okay, eins... Twerken oder Sex? Zwei... Line. Okay, warte. Plant 3, 2, 1, Abfahrt. Hey, was ist das denn? Ey, hä? Ich glaube, du meinst einen anderen Tanz. Ey, puh. Ey, so. Was? Puh. Du hast gesagt, tanzen. Sexy. Ach so. Ah, der wird gewonnen. Ja, mach Daniel. Oh mein Gott. Oh ja. Oh, ist gut. Oh, also irgendwas beschleicht mich, dass du das öfters machst. Oh ja. So, oder das will ich jetzt bei dir sehen. Den hier. Ist da was? Ich guck's lieber weiter. Oh mein Gott. Ich glaub, Marcel will, dass du tanzt. Die Alte will nicht hören, Digga. Sag ich dir, so ist das? Wir wollen sie ja nicht zu irgendwas. Also immer nur ja sagen wäre auch langweilig, oder? Da gebe ich dir recht, Baby. Ja, sterben ist viel interessanter. Willst du mit Marcel auf ein Date? Sterben. Willst du mit Marcel auf ein Date? Das hatten wir schon. Ja, wie ist nicht wie so gut gelaufen. Ja, ich glaube... Hey, warum bist du eigentlich bei unserem
Ich kenne sie sogar schon länger, Marcel, weißt du das? Ehrlich? Ja, ich bin mal mit dem Motorrad gefahren. Und ich habe so gesagt, ich habe so ganz normal mit dir geredet. Ihr habt mich beschissen, eiskalt. Ich habe so gesagt, ey, lass mal ein bisschen warte, auf romantisch. Du redest gerade voll umsonst, Digga. Ich höre dich nicht. Bewegt. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Ja. Yeah. So, jetzt sorry, ich habe euch nicht gehört. Einfach mal Musik aus. Ich habe sie, ich bin mit dem Motorrad rumgefahren, habe ich gesagt, lass mal eine kleine Spritztour machen auf romantisch. Dann ist sie aufgestiegen. Ich bin zur Juwelier gefahren, habe Staatsbank raufgemacht mit ihr. Sie war meine Geise. Das war Juwelier damals. Couple Gold. Hat sie die auch eingeblasen, Digga? Nee, das nicht. Zu abgehoben. Okay. Fühl dich. Alles klar. So, Baby, du bist fertig. Du kannst in dein Auto einsteigen und dich wieder verpissen, ja? Dankeschön. Bitteschön. Hast gut sauber gemacht. Lass dich hier nicht mehr blicken, ja? Ey, darf ich mit? Verpiss dich einfach. Ich fahr schon mit. Mach auf. Jo, das Tor ist zu. Er muss das Tor für dich aufmachen. Es ist nicht offen, ich kann nicht einsteigen. So, oh, zum Abschied. Mann, geht nicht. Okay, zum komm, Abschied ich möchte so ich dir noch was sagen hier. Hier. Piss okay dich. Das ist nett. Wunderbar. Siehst du den hier? Au, oh, ey. Pisser, Digga. Verpiss dich. So, hier, Foxy. Jalla, Abfahrt mit dir. Abfahrt hab ich. Oh, ey! Hey! Verdient habt ihr es ja schon ein bisschen, ne? Ein Stauzeland. Und oh, im Land. Den Asen ist es schön. Ey, Jungs, ey, Jungs. Wollt ihr noch länger hier wach bleiben? Ja, also ich weiß nicht, was wollt ihr, wenn nichts mehr geht, dann nicht? Ich würde sagen, beim kleinen Anwesen eine kleine Schießerei. Beim kleinen Anwesen eine Schießerei? Bei dem Anwesen hier. Ich, Isco, wir alle drei mit der Karabiner. Ich hab keine Karabiner dabei. Oh, dann schieß mit was anderes. Oh, oh. Isco, alles gut? Ja, auf jeden Leiden, weil sie mich umfahren wollte. Bist du sauer geworden oder was? Ich hab gesagt, hau Leinbock, sie die Linde, um mich Plan zu fahren. Ich muss auch gleich schlafen gehen. Ja, verpiss dich, Digga. Ich muss 10 Uhr aufstehen. Alter, 10 Uhr, weißt du, wann ich zuletzt um 10 Uhr aufgestanden bin? Keine Ahnung. Als du die Tür für mich aufmachen musstest, als ich zu deiner Mutter gegangen bin. Nee. Und? Ja. Ich weiß nicht, Mann. Ist noch was los? Willst du noch länger wach bleiben? Wenn du einen Plan hast, ja, kann ich noch bleiben. Ich würde vorschlagen, wir... Ich weiß nicht, ich bin gerade auch ein bisschen... Es geht nicht so um die Uhrzeit. Es ist halt schon echt verdammt spät. 3 Uhr. 3 Uhr ist für Dortmund tot. Ja. Gehen wir in den Wald namens De Wuhl. Marcel, bist du dabei? Auf gar keinen Fall, Digga. Komm schon. Welchen Wald? Auf gar keinen Der Fall. Der Wald heißt De Wuhl. Wie, ey? Kenn ich nicht. Wie lange dauert das, bis ich das habe? 2 Minuten vielleicht. Das Spiel hat nicht mal 3 GB. Was kostet das? Auch nicht viel, 5 Euro vielleicht. Oh, nee, das ist zu viel. Oh, das ist echt zu viel, ja. Bruder. Das ist echt zu viel. Ich wollte gerade auch sagen, lass machen, Bruder. Aber 5 Euro. Irgend so ein Hurensohn hat heute Geburtstag und hat mir mein letztes Cent gegeben. Nein, habt ihr Bock vielleicht? Also, das ist wirklich in 2 Minuten seid ihr im Wald und ein Tillitzplein ist 5 Euro. Ich gehe schlafen jetzt. Oh, Mann, liegt das Spielfeld denn? Ich hab 11 Uhr Termin, Alter. Und muss noch Papiere zusammenholen. Ich weiß nicht mal, wo die sind. Jo. Okay, ja, leider. Okay. Ja, warte, ich muss noch eine Sache machen und dann gehe ich denkst. Chat, wir müssen noch Spitch machen. Spididi, Spitch. Spididi, Spitch.